Los. So. Erste Feindcheck. Sind die drinnen? 1, 2, 3, ja, wir warten, bis die jetzt los waren. Die müssten das eigentlich hinbekommen. Ich zähle 4, da fehlt noch einer. Ja, alles klar. Und ab geht's. SF2, Oscar Mike. Ich komm grad dazu. Wir müssen auf der Karte wegen 1 und 2. Der Plan ist, wir landen an der Landezone mit SF1 zusammen, geben dann über die Wegpunkte an dem Sekundärziel vorbei zum Primärziel, schalten die Luftabwehr aus als erste Kampfhandlung, wenn es sich vermeiden lässt, jemand anderen anzugreifen, und werden dann die Karte einsammeln. Wenn dann noch Zeit ist, werden wir uns um das Sekundärziel kümmern. Gut, welcher Blut in der Reihe? Dein Name? Podia. Du bist fünfte Person hinter Destination. Also, danach kommst du wahrscheinlich ab. Hinter dir kommt nur noch Neffe, du bist also der Vorletzte. Ah, das ist klar. Hast du das aufgeschrieben? Ja. Ich wusste es, genau wie ich. Na, alles andere, ich bin auch so vergesslich, das kann ich mir doch niemals merken. Ach Junge, bist du wie ich vergesslich wäre? Nee, hab ich vergessen. Vorsicht, Vorsicht. Die sagen nie Bescheid, damit uns, das ist furchtbar, das hatten wir beim letzten Teamabend auch. Einmal gegen die Leute. Na gut, aber wir haben ja Augen im Kopf. Kann ich nachts das Gerät eigentlich ausschalten? Ja, du kannst es nicht nur ausschalten, du kannst es sogar in die Tonne treten. Das werden wir nämlich die ganze Mission nicht machen. So, ich habe nämlich die ganze Zeit nachts das Gerät an. Nö, es ist also ziemlich hell. Okay. Ich habe einen Mörser zum Aufhauen dabei. So, soll ich den aufhauen? Ach, ich halte meine Fresse an. Ja, voll Fresse halten. Und da kommst du nach 36 drin, du hast einen G36, du hast 16 Schüsse und einen Mörser. Oh. Nee, ich glaube, er meint seinen Granatwerfer als Mörser. Ich glaube, er meint einen Mörser. Gerade hat sich mein Spiel minimiert. Fährt. Naja. Wenn du seit 36 Kilo bist, hast du ja ein Magazin mit höchstens. So, die fahren jetzt hier so nach links, wir fahren auch nach links. Wir parken dann so, dass die aussteigen können und wir niemanden überfahren, wenn die aussteigen. Und dann, Kann es sein, dass ich, wenn ich TeamSpeak nicht update und ihr die neueste Version habt, dass es deswegen die ganze Zeit abkackt? Eigentlich nicht, wir haben auch alle RC1. Man sollte TeamSpeak nicht abgedatet haben. Okay, nee, absetzen. So. Folge abgesetzt. Special Forces 2, ihr geht in das Boot rein, wo nicht Special Forces 1 drin ist. Das ist schwimmt schon. Nehmen wir das mittlere hier. Ja, okay. Neffe fährt wieder. An der Gun ist. An der Gun ist Wolf. Sicher, hier. Dass ich ihm nicht gut vorlasse. Ja, ja. Lass Neffe, ja genau. Neffe geht vor. Vorne. Dassel, nicht Dassel, sondern Steffen, was sind die Rules of Engagement? Das fragst du mich, ich bin doch nicht der Anführer, aber... Ja, was würdest du vorschlagen? Na, sinnvoll wäre, wir machen niemanden auf uns aufmerksam. Alles klar, gut. Männer, wir schleichen. Verstanden. Wir schleichen uns wie ein Blitz. So, wir sind alle drin, alles klar, hervorragend. Ich schleiche... Wir folgen, wie eben. Special Forces 2, dann 1, wir folgen. Bitte drum. SF2 Ende. Bitte? Ja, die tickt schon. Ach super. Wir werden sehen, wenn es erst 1 ist. 20.45 Uhr ist also Schicht im Schacht. Wie spät ist das? 20.09 Uhr. Oh, das ist black. Hast du ja gerade jetzt angefangen. Ja, aber es sind ja auch schon wieder 10 Minuten oben fast. Ja, weil die da vorne gelandet. Scherer, welcher Position wollen die angreifen bekommen? Scherer, hier ist Special Forces 2. Wir werden uns zum Wegpunkt 3 fortbewegen und ab dieser Position die einen Angriff auf die Anti-Air-Position starten. Kommen? Wow. Wir werden schon beschossen. Ja, Gas geben, hinterher. Nicht auf die Ziele. Tschüss aus Fernando. Feuern Sie nicht denn wieder? Nee. Wegpunkt 3 existiert nicht. Bitte mal hier auf der Karte. SF2 verstanden.
SF2 nochmal markiert kommen. Kera hat die Markierung bekommen, festgestellt. Gibt eine Warnung raus, weil die Idee ist. SF2 verstanden, Ende. Ist gerade ein bisschen laut, wenn du mich jetzt was fragst, wenn du mich nicht anfunkst, kann ich dich nicht hören. Wir warten aber kurz, bis wir gleich anlanden. Ist richtig, aber ich mach das auch gerne. So, na denn, alle raus aus der Hütte. Zu eurer Information, wir laufen also hinter SF1 her, wir werden also eine lange Reihe bilden, erst die, dann wir in der bekannten Formation. So, ich bin 5, wo ist Destination? Da. Ich bin... Bei denen ist Nightbringer der Letzte, ja? Nur als eure Information. Jo, Kleber Nightbringer. Destination gewinnt die Woche. Wegpunkt 3 ist unsicher. Und ich das plus ZU23 gesichert. Falke, musst du das so laut sagen? SF2 verstanden, wir sind auch noch weit vom Schuss, wir sind gerade aufgesetzt bei der Landezone. Wir werden also erst dorthin verlegen und dann die Lage ausspähen. Andere Position zum Angriff ist leider unerwünscht, weil wahrscheinlich viele Patrouillen unterwegs sind. Kommen. Sierra entstanden. SF2 Ende. SF1, SF2, wir sind hinter euch und warten, dass ihr abmarschiert. Große Reihe habt ihr wieder. Ich bin auf Berliner Coach geschossen. 310 Grad Pixel, schaust du von, das sind ja, zwei Ziele. Der Turm, ja, oder? Ja. Der dunkle Turm. SF1 und SF2 kommen. Zweitürmer. SF2 hört. Wir haben gerade einen Turm, besetzten Turm entdeckt. Ihr könnt auch so spielen. Ja, ich geh mal gerade vor. 660 Meter, das wäre Angriffsreichweite. Gani? Alles klar. Ja, ich höre. Ich hätte gedacht, wie gesagt, wir können entweder jetzt natürlich schon angreifen oder wir. Nee, ich melde nur. Ja, ja nee, weil ich das höre. Den Turm könnten wir wahrscheinlich effektiv einfach umlaufen, indem wir einfach den Wegpunkten folgen. Alles da steht klar. Aber auch eine Dischka drauf auf dem Bunker da unten. Ja, oder wir machen das halt so, dass wir uns wirklich aufsplitten, aber das war ja erstmal nicht so cool, nee, weil wir sind ja nur 12 Mann. Wir bleiben zusammen. SF1 geht vor und SF2 folgt. Wir gehen in einer Reihe vor und zwar Tassel geht ganz weit vor, dann Brokkoli und Pixel, ich. Beim Laufen mindestens Abstand halten, für die Leute, die das Radar anhaben, es gibt den Begriff der Personal Bubble, also der innere Kreis sollte nur euer eigener Kopf drin sein und niemand anders, wenn wir dann unterwegs sind. Ja, jetzt gerade, das ist auch die ungünstige Situation, denn eine Granate macht uns jetzt alle tot, aber wenn wir dann unterwegs sind, sollte das so sein. Wie war das, wenn es grün ist, ist es in Ordnung, wenn es gelb ist? Könnt also beten, dass wir jetzt gerade nicht beschossen werden. Ja, genau. Warte mal, das Kriechen. Von Feinden, ja, richtig. Nee. So. Und Abstand zu SF1 könnt ihr ruhig auch 20 Meter lassen, ja, also nicht dem Nightbringer direkt an der Puppe zu kleben. Aber cool, dass die das hier alles klären, was wir im Hambis hatten. Das kostet wieder Zeit. Ist der Brokkoli schon los? Ja, nee, ich bin noch hier. Ja, passiert. Mach mal den Bomben bereit, die jetzt schon platt machen. Ja, los, Käse hinterher. Und danach gehen wir rein. So, Achtung, geht los. Laufschritt oder was? Nee, wir kopieren das Tempo von der SF1. Wir werden ja sehen, was die machen. Und wie gesagt, denkt an eure persönliche Blase. 10 Meter Abstand sollte mindestens sein. Und damit wir uns alle hören, ab jetzt am besten auch funken, weil der erste Mann zum letzten Mann hat dann sicherlich 50 Meter Abstand. Schau mal auf 310 Grad, da ist ein Wachtturm, da stehen zwei Typen drauf. So, ich hab mich verklickt. Ja, da sind ja auch zwei Mann drin. Ja, da sind zwei Mann oben drauf und da steht ein Tischkern. Aber das ist der Ach ja, das ist Berliner, ja. Wir rücken schon vor, ne? Ja, nee, wir müssen zurück, weiter. Auf geht's, sammeln wir. So weiter. Geht
weiter. Jo. So, jetzt Augen auf, wir gehen in ein Gebüsch, könnt ihr euch eventuell verlieren. Also immer schön Augen auf. Sierra und Panzer an SF-Teams, habt ihr Panzerabwehrraketen mit? SF-2 positiv, mehrere M72 und AT-4 sind im Gepäck gekommen. Gar nicht direkt vom Funkturm. 300 Grad. Weil am Flughafen etwas weiter hinten patrouilliert ständig ein BMP. Ja, dieser Scheiß. Und wir wissen nicht, ob die Tunguska besetzt ist. Ich habe einen Kontakt auf dem Hausdach, auf dem Haus am Hügel, ganz genau. Ja, SF1, so wie ich es mitbekommen habe, checkt das gerade ab. SF2 verstanden. Wir sind ausgesorgt. Wir haben diverse Anti-Tank-Waffen dabei. Kommen. Gut, da brauche ich mir keine Sorgen machen, hoffe ich doch. SF2 Ende. Weiter. Oben auf dem Gebäude da bei 300, das ist Berlin, also unser eigener Mann. Seht ihr am Punkt, hat ja die Antenne. Alles klar. SF1 an SF2, wir haben den Turm noch besichtigt und wir gehen in die richtige Richtung, das heißt aus seiner Schussposition. SF2 verstanden, wir folgen euch wie gehabt. Kommen. SF2 an, verstanden. Ende. Turm und Bunker. Sag mal, wie wäre das mit der Pulsar? Alles klar, nee, wir gehen weiter. Mit der was? Primärziel ist wichtiger, 43 Meter. Ich versuche mich ganz schön auf den Halt. Okay, dann müssen wir weiter nach Nordwesten, ne? Geht weiter. Ja, ich weiß. Das ist okay. Gani, ja. Du hattest übrigens recht. Ihr seht Bäume, ich sehe die Bäume nicht, weil ich vergessen habe, die blöde Mob mitzuladen. Hoppla. Cheetah. Ja, aber andererseits auch nicht, weil ich sehe zwar die Bäume nicht, aber sie sind trotzdem da. Also meine Kugeln können da trotzdem einschlagen. Ja. Achtung, geht weiter. Immer ein Auge fürs Wesentliche. Auf der Nase, ganz wichtig. Weiter Richtung Norden. Weiter Richtung Norden. Kann ich? Ja, weiter den nächsten Waypoint. Ich bin hinter dir. Okay. Vor ihm. Nächsten Waypoint. Sierra, hier ist SF2. Wir befinden uns in der Stadt Aculto. Bewegen uns zu auf Wegpunkt 2 Richtung Nordwest. Kommen. SF1 hier, verstanden. Wir sind etwas weiter östlich von euch. Wir bewegen uns auch weiter zum Waypoint 2. Ende.
So. Sierra hat verstanden. Überschlag mich. Liebe Gunman. Es ist zu Ende. Also machst du ein Schlüssellicht, oder wie? Nein, wir gehen zusammen. Das heißt, du und ich, wir bleiben etwas weiter hinten. Okay? Du bist eh schon da. Der letzte Mann auch aber einmal nach hinten glotzen, wer weiß, ne? Vielleicht folgt uns da irgend so ein Haji. Ach so, du, ich, verdammt. Wo sind die anderen? Die sind vor uns. Okay. Ich liebe Gunman über alle. Die haben jetzt sein eigenes Team. Alles klar, Falke geht. Zum Glück haben wir die Sonne im Rücken, ey. Ich muss mal sagen, SF1 sollte auch noch machen, wenn wir Sachen gehen zusammen. Ich höre ein Fahrzeug. SF2 an SF1, ich höre ein Fahrzeug, kommen. Verstanden. SF2, Fahrzeug in Richtung Nordwest, von meiner Position 300 Grad. Sind die da unten? Falk ist schon mal vorgegangen. Nachrücken, die Jungs. Wir kommen nach, geh. Eine ungefähre Markierung für das Fahrzeug an der Map setzen. SF2 negativ, das Fahrzeug ist mobil, ich kann nicht genau sagen, wo es hingefahren ist, kommen. Alles klar, verstanden. SF1 an SF2, wir sind am Waypoint 2 angelangt. SF2 verstanden, wir kommen hinterher, kommen. SF1, SF2, noch ein Hinweis, Halbzeit, kommen. SF1 hat verstanden. SF1 an SF2, sollten wir zum Waypoint 3 weiter vorrücken? Primärziel über Wegpunkt 3, so wie es gedacht war, ich denke schon, ja, kommen. Okay, wir gehen zum Waypoint 3, Augenmerk links halten, auf jeden Fall links. Ich hoffe, ein bisschen Sport. Ich mag gutes Metall, das sind nette Dinge. Ah, das geht schon zügiger. Sierra, SF2, wir haben Audiokontakt zu dem BMP, der hier patrouilliert. Wir sind genau südlich von eurem Turm in der Senke. Kommen. Sierra hat verstanden. So, jetzt möglichst immer auf der rechten Seite von irgendwelchen Hügelkuppen langlatschen, damit wir möglichst viel optische Deckung haben zum Feind. Steffen, soll ich meinen AT beithalten wegen dem BMP oder? Na, bevor wir den nicht das erste Mal gesichtet haben, erstmal nicht, nein. Alles gut. Aber falls wir ihn sehen, bist du dafür da, erstmal das Ding rauszuholen und den umzublasen. Sierra an SF-Teams, wir haben zur Sicherheit dieses MG-Nest mit Flakbenutzung im Visier, falls notwendig, können wir einschreiten. SF2 so verstanden. Ende. Ey, Pause. Ja, ich höre es auch. Wahrscheinlich über der Hügelgruppe, auf der anderen Seite. Die haben das auf der Karte schon markiert, BMP. Ja, wenn das markiert ist, dann wer weiß, die wissen ja ungefähr, wo wir sind. Ja, ich meine, du musst auch nur, also mehr, wir können die auch nicht sehen, wir hören das ja relativ genau. Es ist ja von der Richtung her Richtung 320 Grad. Okay, wir gehen.